Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Und ich habe jetzt den Plan, immer mal, also jetzt nicht dauernd, aber immer mal ein Video zu machen zu Energie-Updates, beziehungsweise wie läuft es gerade? Vor allem eben mit dem Fokus auf Familie, mit dem Fokus auf Prozesse, die besonders vielleicht Eltern betreffen, die besonders Kinder und Familien betreffen. Weil das ist noch nicht, gibt es noch nicht so oft. Es gibt zwar viele spirituelle Kanäle, aber es geht auch nicht nur um Spiritualität, es geht einfach auch um Zeitqualität. Also was merken wir jetzt, was passiert im Außen, was passiert in uns? Und da bin ich sehr gespannt, wie euch das gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Es soll euch unterstützen, ja, weil wir wissen ja alle, es ist total Trubel und Chaos, wenn man das sehen möchte, im Außen zu finden. Und wir sind manchmal einfach komplett abgelenkt. Wir sind komplett aus unserer Mitte herausgeworfen. Und da merke ich auch einfach im Coaching immer, dass viele Leute verwirrt sind und dass viele Leute gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ja, und deswegen möchte ich euch jetzt auf diese Weise auch ab und zu mal unterstützen. Es gibt natürlich weiterhin ganz viel Content zum Thema Schule, De-Schooling, Unschooling, Hochsensibilität, Bindungsorientierung, was ja aber irgendwie auch alles miteinander zusammenhängt. Und dieser Zusammenhang, die Wichtigkeit dieses Zusammenhangs wird mir jetzt Stück für Stück immer bewusster, wenn ich auch in Themen reingehe wie PDA, Hochsensibilität, Hochsensibilität per se, oder diese ganzen Strukturen, die ganzen Traumata, die ganzen Verletzungen, die alle relevant sind für das Thema schulfrei oder Schule, welche Schule, Kita oder keine Kita. Ja, das sind alles Prozesse, die wir nicht mehr länger voneinander trennen können, die alle ineinander einfließen. Und da habe ich für heute mal zwei Punkte, die ich im Moment sehr stark spüre, die für viele dran sind, mir rausgegriffen, über die ich mit euch kurz sprechen möchte und euch erklären möchte, wie wir uns da noch besser ausrichten können, damit wir besser voranschreiten und ganz egal, an welchem Punkt, von welchem Punkt wir kommen. Ja, und das ist für mich super, super wichtig jetzt, weil ich eben weiß, hier sind viele hochsensibel und weil ich eben weiß, dass viele von euch auch andere Kanäle anschauen, die ich auch gerne anschaue. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es doch wichtig für die Familien jetzt sowas auch mal auf jeden Fall anzubieten, damit ihr die Möglichkeit habt zu sagen, gefällt mir nicht. Ja, und dann folgt uns doch gerne auch bei Instagram, da seht ihr, warum hier der Hintergrund anders ist. Und ich freue mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben, über das Teilen. So, jetzt gehen wir mal hinein in das Energie-Update sozusagen. Was mir im Moment sehr auffällt, ist, dass wir natürlich von rechts nach links geschleudert werden und dass wir sehr hart zu uns sind in dieser Zeit. Denn diese Zeit ist eine große, große Herausforderung. Ja, wer sich ein bisschen auskennt, wir haben unheimlich viele Sonnenstürme. Da gibt es auf anderen Kanälen mehr Infos dazu. Da kann ich mich jetzt nicht auch noch komplett reinfuchsen, aber man merkt sozusagen, ja, es gibt Tage, da kannst du machen, was du willst. Irgendwie läuft es nicht so richtig. Und dann gibt es wieder Tage, da denkst du, du kannst die Welt aus den Angeln heben und alles ist prima. Und das ist nicht für jeden immer gleich. Ja, also ich will hier auf keinen Fall sagen, es ist jetzt bei allen so, wie ich jetzt sage. Das sind eher Tendenzen, die ich jetzt so wahrnehme. Und zwar stoßen diese ganzen energetischen Dinge, ja, auch es gibt auch viele Erdbeben und viele Vulkanausbrüche und überhaupt, ja, auch dann ändert sich das Wetter und wir haben ungewöhnliche Wetterphänomene und alles Mögliche. Egal warum und wieso, es hat einen Einfluss auf uns. Und das Wichtige, was ich daran wichtig empfinde, ist, es spült alte Themen hoch. Und wir kommen dadurch in Prozesse, in Bewusstseinsprozesse hinein. Wir entwickeln uns weiter. Nun haben wir ja unser, ich sag jetzt mal, altes Leben, ja, mit allem Möglichen drum und dran, mit Verpflichtungen, mit alltäglichen Ablenkungen, mit alltäglichen Problemen und Sorgen. Und nun haben wir das noch dazu. Ja, das ist schon seit Jahren, geht das schon so. Ja, so für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das geht schon seit Jahren so. Aber jetzt
wird es immer schneller, ja. Also auch schon allein, wie schnell die Zeit vergeht, dieses subjektive Empfinden, wie schnell die Zeit vergeht. Die Zeit wird einfach schneller. So ein Jahr, das ist ja nichts mehr, ja. Ich habe irgendwie so gerade das Gefühl, jetzt ist Januar, ja, und wir haben eigentlich schon Mai. Und das ist so dieses, wo du so irgendwie einerseits solche Sachen wahrnimmst, so, hey, wo ist die Zeit? Wie. Und dann kommt hier künstliche Intelligenz, dann kommt hier das und alles entwickelt sich schneller weiter, außer die Schule natürlich. Der musste jetzt sein. Und nebenbei habe ich aber auch noch mein altes Leben, was ich bedienen muss. Ich habe meine alten Wertvorstellungen, meine alten Erwartungen an mich, wie mein Haus auszusehen hat oder mein Zuhause oder eben mein Wohnmobil oder je nachdem, wo wir eben gerade sind. Und ich habe meine alten Erwartungen daran, wie ich mit Leuten umgehe, wie ich mit Menschen umgehe. Und da merke ich eben, das ist der eine Punkt, ja, den ich als ersten Punkt mit euch teilen wollte. Seid nicht so streng mit euch. Wir haben krasse Prozesse, durch die wir gerade gehen. Viele alte Traumata kommen gerade nach oben. Und die brauchen auch Zeit, wenn wir das sozusagen richtig machen wollen. Das heißt, wenn wir nicht das wegmeditieren wollen, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht zur Spiritualität, wie das auch als Spiritual Bypassing, also als Ablenkung dienen kann. Sondern wenn wir wirklich in unsere Prozesse reingehen wollen, und gerade die Hochsensiblen fühlen da oft auch den Ruf, ja, da reinzugehen und das auch wirklich aufzuarbeiten. Also jetzt nicht so, dass man nur einen ganzen Tag irgendwie seine Vergangenheit beweint. Darum geht es gar nicht, weil das auch alles viel schneller geht. Aber wir dürfen uns vor Augen führen, dass solche Prozesse auch Energie von uns ziehen und dass solche Prozesse auch Zeit brauchen und dass solche Prozesse auch wichtig sind, damit wir wieder klarer unsere alten Aufgaben weitermachen können. Und wenn wir das immer weiter wegschieben, das Leben hat immer so eine Art und Weise, uns da wieder drauf aufmerksam zu machen. Das heißt, eigentlich merken wir jetzt, die Probleme krachen ein bisschen über unserem Kopf zusammen. Bei vielen hat es jetzt bei euch mit dem Thema Schulsystem zu tun. Und ja, aber wir können nicht deswegen und wir können nicht deswegen. Also man merkt richtig, wie viele noch festkleben. Zum Teil tatsächlich so, dass man sich gar nicht befreien kann im Moment aufgrund äußerer Umstände. Manchmal aber auch aufgrund des Mindsets, weil man einfach denkt, gewisse Dinge müssen so und so und so erst sein und dann kann ich dies und jenes tun. Und das ist diese Art Feststecken, die uns jetzt jeden Tag auf dem goldenen Teller präsentiert wird. Das sind die Art Probleme, die wir dann haben im Umfeld. Und da ist jeder betroffen. Wir sind da auch betroffen. Ja, wir haben auch unsere Themen. Wir haben auch unsere Ängste als Familie. Das ist ganz normal. Das war schon immer so, dass Menschen Angst hatten vor Sachen, ne? Und jetzt ist es halt einfach nur von der Zeitqualität her so schnell, zack, 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 dass man eigentlich, man weiß, man hat so ein ungutes Grundgefühl, aber man weiß gar nicht, wovor man sich jetzt zuerst fürchten soll, so. Oder was man zuerst angehen soll. Und das ist so der Punkt. Nehmt euch diese Zeit. Wenn ihr merkt, ein Thema kommt immer wieder auf euch zu. Ja, in verschiedenen Gestalten, durch verschiedene Menschen, durch verschiedene Triggerpunkte, auch durch verschiedene Bücher, die ihr lest, Reels, die ihr anschaut, Videos, die ihr schaut, wie dieses. Wenn ihr das merkt, ein Thema wird immer wieder an mich herangetragen, dann schaut euch dieses Thema an und schaut doch nochmal, war da vielleicht was, was ich irgendwie übersehen habe? War da vielleicht noch irgendwas oder ist da irgendein Punkt, wo ich mich künstlich klein halte, wo ich mich künstlich zurückhalte? Ist da irgendwas, was ich nicht sagen möchte? Gibt es da eine Wahrheit, die ich nicht ausspreche? Ja, weil alle solche kleinen Schritte, wo wir sagen kleine Schritte, wo man auch dazu Prozess sagen kann. Wenn wir da schon nur einen kleinen Hebel in Bewegung setzen, dann öffnen sich oft ganz viele Türen und es geht plötzlich weiter. Und wenn du merkst, okay, ich habe hier was Kleines geändert und es ging weiter, dann ist das ein gutes Zeichen, ja. Und deswegen ganz wichtig, du kannst nicht mehr einfach nur dich nur konzentrieren auf deine Arbeit, deine Kinder, deine Dinge, die du machen willst, deinen Sport oder hier oder da. Plane auch ganz bewusst, auch wenn du Familie hast und genau besonders dann Zeit für dich selbst ein. Da kann ich euch nochmal den Mama im Burnout-Kurs empfehlen. Das ist so ein bisschen so ein runter Hola, da kannst du noch mal genau gucken, woran liegt das, wenn ich mich immer wieder in Erschöpfungszustände reinarbeite? Welche Stellschrauben sind für mich relevant? Ja, die sind da eigentlich alle mit verpackt. Da könnt ihr mal gucken, ob das für euch passt. Könnt ihr in den Slides lesen.
Also nehmt euch Zeit für euch, nehmt euch Zeit für eure Prozesse und seid euch bewusst, es ist jetzt normal, dass der Haushalt mal liegen bleibt. Ein, zwei, drei Tage. Oder vielleicht auch mal eine Woche. Es ist normal, dass wir nicht mehr alles einfach schaffen. Ja, die Anforderungen von außen, unsere eigenen Ansprüche und schaut, wo können wir runterschrauben, damit wir auch diese Zeit nutzen, um uns weiter zu bewegen. Diese Prozesse nutzen, um uns weiter zu bewegen und nicht uns immer nur die alte Trauma, den alten Traumaschlamm wieder überall hin zu schmieren, ja, und uns im Leid zu suhlen. Nein, nicht mit dieser Zielsetzung, ja, sondern mit der Zielsetzung, wir kommen weiter, wir gehen voran, wir müssen gucken, wo es hängt. Ja, das ist so der erste Punkt, den ich mit euch besprechen wollte. Und der zweite Punkt ist der Fokus. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und besonders auch, wenn wir Kinder haben, wenn wir vielleicht etwas kritischer eingestellt sind, dann können wir im Moment ganz viele Sachen sehen, die uns furchtbar wütend machen, die uns furchtbar aufregen, die vielleicht andere Menschen nicht merken, ja, was so passiert. Ja, eine Sache kann ich euch ja hier oben mal verlinken. Und da heißt es trotzdem, sich nicht den ganzen Tag irgendwie zu beelenden und zu gucken, was die da draußen alles machen. Ja, es geht darum, wirklich zu probieren. Ja, wenn das Thema nicht gerade eins wie beim ersten Punkt ist, eins ist, was immer wieder an dich herangetragen wird, ohne dass du speziell danach suchst, dann ist es vielleicht dein Thema, wo du auch was beitragen kannst, klar. Aber es sind nicht alle Themen für dich relevant. Ja, man kann sich über jedes Thema ärgern, wenn man das möchte. Man kann sich auch über den blauen Himmel ärgern, wenn man das möchte. Man kann sich über alles ärgern. Und da müsst ihr geschickt aussortieren, was ist für mich wirklich relevant, damit du deinen Fokus in der Hauptsache auf das Positive richtest. Denn in einem Umbruch, wo sich Dinge ändern, und zwar eigentlich zum Besseren, also das habe ich ganz tief im Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das da geht, schreib das gerne auch nochmal mit in die Kommentare rein. Ich habe ein ganz tiefes, gutes, persönliches Gefühl und habe auf jeden Fall ganz große Hoffnung. Und mir selber tut es auch nicht gut, wenn ich mich dauernd mit irgendwelchen Nachrichten zustopfe. Ja, natürlich muss ich das auch für die Videos manchmal machen. Einfach um zu sagen, hey, das gibt's hier. Vielleicht finden wir eine bessere Lösung. Oder vielleicht wäre es im Moment gut, andere Wege zu gehen und da nicht noch komplett mit reinzusteigen in dieses Thema. Ja, aber wirklich zu gucken, es ist immer so, wenn was Neues kommt, das ist wie ein Abschied, ja, dann kann ich entweder mich nach vorne orientieren und schauen, was ist da alles Schönes, was alles Schönes vor mir liegt. Ja, wenn ich mich vielleicht verabschiede für einen Urlaub oder so, dann kann ich mich mental darauf fokussieren, was Schönes vor mir liegt, was alles Tolles passieren kann. Ja, ich kann mich aber auch umdrehen und weinen und immer sehen, was ich zurücklasse, das Alte, und kann da zuschauen, wie das sozusagen immer schlechter wird. Ja, also weil alle sind traurig und wir fokussieren uns nur auf den Abschied, aber wir fokussieren uns nicht darauf, was kommt. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man schwanger ist und man fokussiert sich die ganze Zeit nur auf die Geburt und vielleicht Ängste oder irgendwas und dann ist plötzlich das Baby da und du bist so fertig, weil du die ganze Zeit eigentlich nur darüber nachgegrübelt hast, oh Gott, und was mache ich jetzt, wenn das ist, was mache ich, wenn das ist? Und dann ist auf einmal das Neue da und du siehst es gar nicht, sozusagen, ja? Also natürlich sieht man es, aber du musst dann erstmal hinterherkommen. Und wir haben jetzt schon die Wahl, auch wenn wir im Außen natürlich noch nicht sehen, dass überall blühende Landschaften sind und dass überall irgendwie alles besser wird. Aber trotzdem, wenn wir wollen, dann finden wir viele tolle Dinge, die uns aufbauen. Ja, dann können wir da hingucken. Und noch besser, wir können sogar mitmachen. Wir können in uns entscheiden, wo möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Und das Stück für Stück für Stück für Stück in kleinen Schritten, das fällt manchmal sehr schwer, gerade Hochsensiblen, kleine Schritte auch zufrieden damit zu sein. Ja, weil wir das große Ganze manchmal sehr düster sehen. Und
die kleinen Schritte und die kleinen Erfolge gar nicht wahrnehmen. Dann kommt immer, ja, aber das ist doch so schlecht. Und ja, aber hier und da und dort. Aber jeder macht doch einen Unterschied, ja, gerade auch mit dem Freilernen. Umso mehr Leute das machen, egal wie sie das nun tun, ob sie das jetzt machen in Deutschland oder im Ausland oder auf Reisen. Aber umso mehr Leute das machen, umso leichter ist es doch für andere Leute nachzukommen. Und das ist ein Unterschied. Ja, es ist ein Unterschied für uns gewesen, dass wir Reisefamilien hatten, wo wir denen wir auf Instagram gefolgt sind, die wir toll fanden, die uns inspiriert haben. Oder auch, dass wir YouTube-Videos geguckt haben von Leuten, die sich befreit haben aus dem Gefängnis, was sie sich selber geschaffen haben. Und jeder, dem wir da folgen, oder also ja, jeder, der da ist, der uns schon ein kleines Fenster zeigt, es kann gehen. Ja, auch wenn der Weg noch nicht klar ist. Der war bei uns auch nicht immer klar und der ist auch letztlich nie klar, weil du kannst im Leben sonst noch wie sicher irgendwie sein. Du kannst Haus haben, du kannst alles Mögliche haben. Du kannst ganz viele Versicherungen haben und trotzdem kann am Ende alles schief gehen, theoretisch. Ja? Das heißt, wir müssen raus aus diesem falschen Sicherheitsdenken. Und rein in das, lass uns mal probieren. Lass mal probieren, lass mal gucken, wie das geht. Und dann sind wir schon wieder ein Beispiel mehr für eine schönere, andere Welt. Als wenn wir sagen, oh, wir warten mal lieber noch, bis alle anderen das gemacht haben. Dann ist es wieder einer weniger, einer, der fehlt. Damit es schneller geht, ja, am Ende. Und das ist so das, was ich so als zwei Grundtendenzen sehe. Einerseits, lass uns lieb mit uns sein, dass wir wirklich auch wissen, wir brauchen jetzt mehr Zeit, wir brauchen auch mal mehr Ruhephasen, Integrationsphasen. Wir können uns das gönnen, ja, und auch mehr im Flow zu leben. Das ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht erwarten, dass wir jeden Tag zack, zack, zack alles abarbeiten, sondern dass wir vielleicht manchmal einen Tag haben, da schaffen wir viel. Und dann haben wir aber auch manchmal einen Tag, da schaffen wir wenig. Und andererseits natürlich auch, wo gucken wir hin? Gucken wir dem Alten beim Sterben zu oder schauen wir, wie sich das Neue langsam und ganz zart Stück für Stück aufbaut? Und sind wir dabei, ist noch die nächste Frage. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video wirklich ein bisschen weitergeholfen hat. Ich kann euch noch ein anderes spannendes Video hier oben verlinken, was vom Thema her so ähnlich ist. Und dann freue ich mich absolut auf eure Kommentare und auf euch beim nächsten Video. Ciao, eure Julia.